Hallo und herzlich willkommen zu dieser Tutorial-Serie über den Hive-2-Synthesizer von Yuhi. In dieser siebten Episode geht es um Keys und Tuning. Was das genau ist und wo man das einstellt, das zeige ich dir jetzt. Legen wir doch einfach mal los. So, das war das Preset, das Hive 2 Preset von AZ Nightfall 2. So, und ich habe hier eine kleine Tonleiter vorbereitet mit einem ganz einfachen Sound. Das ist eine chromatische Tonleiter. Und die können wir jetzt stundenlang anhören, machen wir aber nicht. Es geht hier in dem Hive 2, den habe ich schon ziemlich groß gemacht und er startet an der falschen Position. Hier auf das, dass ich das Play-Symbol vom Transport noch sehe. Es geht um diesen Bereich Keys, dieser Bereich und eben die Keys hier an sich. So, legen wir doch einfach mal mit dem Glide los. Ein Glide ist zum Beispiel, das kennt man von der Gitarre, man gleitet von einem Ton zum nächsten. Das dürfte wohl jedem ein Begriff sein. Und das gibt es natürlich auch bei den Tasten, bei den Synthesizern. Da gibt es den Begriff Glide oder Gliding. Dann gibt es Portamento oder Glissando. Portamento und Glissando haben so leichte Unterschiede. Die sind, die könnt ihr euch mal durchlesen, wenn ihr wollt. Aber darum soll es jetzt eigentlich im Endeffekt nicht gehen. Dieser Glide-Parameter hat zwei Einstellungen. Einmal den Rate oder Rate-Einstellung, einmal Time-Einstellung. Und unten drunter gibt es dann noch den Amount und mit dem Amount stelle ich die Zeit ein oder in Prozent, wie lange der Glide von einer Note zur nächsten geht. Das heißt, wenn ich ohne Glide spiele und ich spiele jetzt ein tiefes und ein hohes C, geht das direkt vom tiefen C zum hohen C hoch. Jetzt stelle ich den Amount einfach mal hier so auf 12 Uhr oder knapp 50% oder 51%. Und jetzt höre ich, dass der glidet. Und da fällt jetzt vielleicht nicht gleich auf, was hier der Unterschied ist, weil ich jetzt eine fiese Kombination gewählt habe. Die Rate ist im Prinzip die Amount-Zeit, die das Glide von Halbton zu Halbton braucht. Und wenn ich das auf Time stelle, ist es die Gesamtzeit, die es von Ton zu Ton braucht, also von Startsound, Startton zu Endton. Das heißt, wenn ich jetzt auf Rate stelle und mit einem tiefen C anfange und zwei Oktaven höher gehe, geht das so lange mit Time. Nochmal mit Rate. Und genauso andersrum, wenn ich jetzt Rate von C auf E gehe oder Time. Hier geht es immer von Halbton zu Halbton, diese Einstellung, und Time geht immer von Start zu Ende, ist das die gleiche Zeit. So, stellen wir Time hier wieder aus. Und dann komme ich direkt zum Microtuning oder Mikrotuning, ganz egal, wie man das aussprechen möchte. Und Mikrotuning oder Microtuning ist einfach, dass ich die vorhandene Tonleiter, die chromatische Tonleiter, die ich hier habe, so, die kann ich verändern in eine andere Tonleiter quasi. Das aktiviere ich hier und dann kann ich hier zum Beispiel einen Rechtsklick drauf machen, dann kriege ich hier so ein Auswahl-Pop-up-Menü. Oder ich mache einen Linksklick drauf und dann öffnet sich hier oben der Browser mit denselben Einstellungen oder fast denselben Einstellungen. Zeige ich gleich, was da ein bisschen anders ist. Hier habe ich meinen Default Scale, das ist das, was ich jetzt gerade im Endeffekt benutze. Ich muss das vielleicht ein bisschen rüberschieben, damit ich den Play-Knopf hier habe. So, und
Bei diesen Microtunings geht es darum, dass ich die einzelnen Töne in ihrer festgelegten Standardfrequenz, wie wir sie jetzt in unserer westlichen Welt einfach kennen, verschieben kann, sodass das E nicht mehr genau das E ist, sondern ein, sagen wir mal, ein verstimmtes E. Das kann ich natürlich jetzt mit allen Noten dann einfach machen. Ich demonstriere das jetzt einfach. Ich lasse die Tonleiter jetzt hier einfach mal laufen und wähle jetzt hier einfach ganz willkürlich irgendwelche Sachen aus. So, das heißt, ich habe hier verschiedene Skalen, die ich, oder was, nee, gar nicht mal Skalen, sondern einfach Frequenztunings, dass das C halt nicht dieses standardisierte C ist, was wir normalerweise kennen, sondern ein anderes C, also mit einer anderen Frequenz. Wir haben ja generell in der westlichen Welt dieses standardisierte A, zum Beispiel auf 440 Hertz. Da gibt es in letzter Zeit auch so ein bisschen Mode, dass man da eine leicht andere Frequenz einstellt und das auf einer anderen Frequenz spielt und damit auch alle Noten gleich quasi verstimmt sind, wenn man das so sagen will, oder getuned sind. Die sind in sich wieder dem, was wir gewohnt sind, einheitlich, sodass nur erkennen, wenn wir im direkten Vergleich mit zum Beispiel einem anderen Song, der nach der normalen A440-Notierung, Stimmung gespielt wird, dass man dann den Unterschied erkennt, wo man denkt, irgendwie klingt das andere ein bisschen leicht höher, leicht tiefer, verstimmter, aber in sich wieder auch wieder stimmig. Das sind diese Tunings und der Hive speichert das und lädt das in sogenannten Tune-Files, also T-U-N-Files ab, Dateien. Ich mache das hier unten mal wieder zu. So. Und bei diesem Default Scale, den kann ich, wo ist er da, kann ich den hier auswählen. Die Tune-Files kann ich mir in meinem Datei-Explorer anzeigen lassen. Dann kann ich hier das Ganze nochmal locken. Das heißt, wenn ich das Preset wechsle, dann bleibt mir der Scale, den ich hier eingestellt habe, bleibt mir dann auch erhalten und wird nicht einfach dann rausgelöscht quasi. Zu den Tune-Files sei noch gesagt, Yuhi hat noch einen Online-Microtuning-Table-Generator am Start. Das verlinke ich, die ganzen Infos verlinke ich natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung drunter. Und das Tune-File selber wurde von einem Mark Henning entwickelt 2003 für seinen Anamark VSTI-Synthesizer. Der hat das damals entwickelt, hat das definiert und darauf baut eben diese ganze Microtunings-Sache auf, die man bei verschiedensten Synthesizer findet. Da gibt es auch unterschiedliche Formate. Und da gibt es auch ein Open-Source-Programm, das nennt sich Scala. Das hat nichts mit der Programmiersprache zu tun. Und Scala gibt es für Linux, Windows und Mac OS. Und auch bei Scala, das wie gesagt Open-Source und kann man eben auch kostenlos runterladen, gibt es ein Archiv mit über 4000 verschiedenen Skalen. So, die Dateien von Scala haben ein eigenes Format, das nennt sich SCL. Und man kann aber mit dem Scala-Programm diese SCL-Dateien in Tune-Dateien umwandeln oder von Tune in Scala-Dateien. Alles überhaupt gar kein Thema. Das heißt, wenn man bestimmte Scala sucht, dann kann man mal bei Scala gucken. Jetzt wird es gleich ein bisschen kompliziert hier mit der Wortwahl. Und kann sich dann eben die entsprechende Scala-Datei in eine Tune-Datei umwandeln und dann in den Hive reinladen. So, machen wir das Microtuning hier mal wieder an der Stelle aus. So, dann gibt es hier noch das Vibrato. Das Vibrato ist oft mit dem Mod-Wheel hier verbunden. Das wackelt hier so ein bisschen komisch.
Mit dem Modwheel meistens verbunden, nicht zwingend, aber viele Hersteller von Presets verbinden das, damit man während dem Spielen einfach so ein bisschen bei langgehaltenen Noten so ein Vibrato mit reinbringen kann. Eine kleine Eselsbrücke für Vibrato, weil viele Leute bringen Vibrato und Tremolo durcheinander. Und was, weil das eine hat was mit der Tonhöhe zu tun, das andere was mit der Lautstärke. Und da gibt es eine ganz einfache Eselsbrücke. Vibrato ist Vibratonhöhe und Tremolo ist Tremolautstärke. Vielleicht hilft es dem einen oder der anderen. Und Vibrato kann man hier einfach auf irgendeinen Wert ziehen. Das muss jetzt nicht Tonhöhe sein, das kann auch irgendwie was anderes sein. Und kann das hier positiv wie negativ modulieren. Bisschen weniger oder stärker zum Beispiel. Und hat ja dann auch noch einen Delay-Parameter, der bestimmt, wie langsam das Vibrato dann quasi sich voll entfaltet in der Modulation, sodass ich quasi ein langsames Einschwingen zu dem Ton habe. Dann gibt es hier noch den Pitch Bend, den kann ich mit der Maus, mit dem Mausrad hier verändern, beziehungsweise mit einem Klick drauf und dann einen entsprechenden Wert auswählen zum Beispiel. Und da geht links- oder rechtsklick, kann das auch wieder mit einem Lock versehen, und zwar beides separat, sodass beim Preset-Wechsel dieser Wert dann auch gelockt ist und ich den nicht neu einstellen muss. Dann eben das Pitchband. Der zieht gerade auch noch. Ist wahrscheinlich gerade ein bisschen heiß. Und dann hier eben das Modwheel. So, und dann kommen wir schon hier zu den Keys. Und die Keys, das ist eine super interessante Angelegenheit, weil ich kann mir jetzt so hier meine eigene Skala anklicken. Ich kann einfach sagen, so in meiner Oktave sollen nur diese Töne hier gelten. Und dann gelten die auch nur in dieser Oktave. Das heißt, egal, wenn ich hier jetzt spiele, das geht hier jetzt los. Mal gucken, kann ich das tiefer machen? So. Das heißt, immer da, wo ein Punkt ist, da gibt es dann auch einen Wechsel des Tons. Hier unten fängt es ganz normal an. So, und so kann ich mir sagen, okay, in meiner Spur gelten zum Beispiel nur diese Töne und alle anderen klingen dann eben einfach wie die vorangegangenen. Was hier auch eine schöne Sache ist, ich kann jetzt mit Rechtsklick, kann ich hier Clear machen. Oder ich kann auch wieder hier einen Lock machen, dann ist das eben gelockt, so wie ich das haben will. Oder ich mache hier einen Klick drauf. Der Klick ist meistens hier unten. Und kann mir jetzt einfach sagen, okay, chromatisch, dann gelten weiße wie schwarze Tasten, also alle Tasten. Mal wieder Clear. Oder ich wähle mir zum Beispiel ein Moll aus, ein melodisches, harmonisches Moll, ein Pentatonic, Moll, die Blues-Tonleiter, ein Dur, also Major, Major Pentatonic und dann die ganzen weiteren Skalen, die hier halt aufgeführt sind, vermindert, also Diminished, Dorian, Locrian, Lydian, Lydian Augmented, Mixolydian, Phrygian und so weiter und so fort. Das Schöne an dieser Auswahlmenü ist, ich habe hier ja die Oktave und wenn ich jetzt zum Beispiel ein C-Moll haben will, dann gehe ich hier auf das C, drücke hier Rechtsklick, meistens so um diesen Kreis herum, und sage, ich will hier jetzt ein Moll haben. Jetzt kriege ich ein C-Moll hier angezeigt und sehe dann gleich, welche Tasten das sind. Das finde ich super schön. So, wenn ich das jetzt hier wieder Clear mache und sage, ich möchte jetzt kein C-Moll, sondern ein E-Moll, dann gehe ich auf die E-Taste, drücke hier Rechtsklick und sage, ich will hier einen Moll haben. So, und jetzt habe ich einen E-Moll hier. Das heißt, wichtig, welche Taste ich hier auswähle, wo ich das Menü hier aufrufe, zum Beispiel in nehmen wir doch einfach mal hier ein G, einfach ein ganz normales G-Dur. Das ist ein G-Dur zum Beispiel. Dann habe ich das einzige hier, das Fis, bevor es wieder aufs G geht. Und dann sehe ich das schön. Das finde ich eine super schöne visuelle Darstellung, wenn man einfach mal gucken will, was war jetzt eigentlich nochmal ein F vermindert. Dann sehe ich das hier und sehe dann auch gleich die Noten oder kann das auch hier gleich spielen.
Zum Beispiel. So, und die das letzte Feature, was ich jetzt hier bespreche, und vorher möchte ich euch noch um was bitten, einfach ein bisschen Support, nämlich genau das hier. Da würde ich mich freuen, wenn ihr einfach den Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, einen Daumen da lasst. Am allerliebsten, wenn ihr kommentiert, einfach ein bisschen Feedback gibt. Ich höre immer ganz gerne, wenn mir jemand was mitteilen will, ob das jetzt Fragen sind oder irgendwie auch Anregungen oder einfach nur mal ein Hallo da lassen, würde ich mich sehr freuen. Das letzte kleine Feature von dieser Tastatur ist, und zwar, wenn man jetzt hier zum Beispiel an dem HF2 Synthesizer am Sound rumschrauben will. Und da muss man ja ab und zu mal hier eine Taste drücken, damit man hört, was man macht. Und manchmal hat man die Taste dann auch einfach gedrückt, weil man hier irgendwie am Rumschrauben ist und am Modulieren und sonst was, und dann muss einfach der Ton die ganze Zeit laufen. Da kann man jetzt entweder mit der Hand einfach auf der Taste bleiben, so lange, bis einem der Finger abfällt. Man könnte jetzt mit unter Bitwig hier einen Latch Device nehmen, was einem genau das hält. Wenn man jetzt aber keinen Bitwig am Start hat, kann man einfach einen Doppelklick auf die Taste machen. Und dann hält Hive den Ton einfach. Und klickt drauf, ist er wieder weg. Also einfach einen Doppelklick und der Ton hält. Ganz nützliche Funktion, einfach um einen Sound zu basteln oder einfach nur mal um einen Sound zuzuhalten. Witzig fände ich das, wenn man das irgendwie, aber das habe ich nicht gefunden, mit einer Zusatztastenkombination, wenn man irgendwie Shift drückt oder so und man drückt jetzt einfach Tasten, dass die dann gehalten werden. Das wäre natürlich schick. Unter Bitwig haben wir das Latch Device, was das einfacher macht. In anderen DAWs gibt es bestimmt eben auch solche Note Devices, die einfach die Noten oder die gedrückten Tasten halten, die man da hat. So, das war's an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet da was mitnehmen und habt irgendwie Bock, das einfach so in aller Ausführlichkeit zu testen. Wie gesagt, ich freue mich über Kommentare und Feedback sowieso immer. Und ja, dann hoffe ich auch, dass ich euch beim nächsten Mal wiedersehe. Bleibt gesund, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.